Gustav peitscht durch die Straßen von Los Palacios im Westen Kubas. Auf seinem Weg von der Karibik in die USA hinterlässt der Wirbelsturm eine Schneise der Zerstörung auf der Insel. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich lebe hier seit 70 Jahren und so etwas habe ich nie erlebt. Ich konnte nicht in meinem Haus bleiben. Ich sagte mir, ich gehe. Aber dann wütete der Sturm und ich kam nicht mal bis zum nächsten Haus, als es einstürzte. Tausende Kubaner verlieren durch den Sturm das Dach über dem Kopf. Längst nicht alle können ihr Hab und Gut rechtzeitig in Sicherheit bringen. In der Hauptstadt Havanna mit ihren 2,2 Millionen Einwohnern bricht die Stromversorgung zusammen. Mancherorts wütet Gustav mit unvorstellbaren 340 Stundenkilometern in Böen. Kubas Behörden melden Dutzende Verletzte.